Die dürfte jetzt ja noch nicht schlafen. Genau. Die macht noch den Haushalt. Was wollt ihr? Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Moment, ich guck mal, ob wir die Dialogoption mit dem Ding jetzt noch haben. Was wollt ihr? Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Ich sag mal so, Geralt war immer so einer, der sich ja wirklich nie in fremde Angelegenheiten eingemischt hat und immer so diese Neutralität halt gewahrt hat. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass diese Neutralität immer, für den Arsch war. Langweilig. wenn es um Ciri oder Yennefer geht, dann war's vorbei mit der Neutralität. Aber... Wenn diese Faktoren nicht so eine Rolle spielen, dann ist Geralt tatsächlich immer einer, der immer neutral ist und sich immer versucht, von beiden Seiten immer ein Bild zu machen. Und so möchte ich Geralt auch spielen. Also ich möchte so gut wie es geht halt den kanonischen Geralt spielen. Also das heißt immer darauf bedacht, halt neutral zu sein und sich halt in... Heute, wenn es dunkel wird. Ich kann nicht. Mein Mann ahnt etwas. Der schaut wie immer tief ins Glas und merkt gar nichts. Es kann nachts sehr gefährlich sein. Dann gehe ich anderswohin. Wie lange denn noch? Heute, wenn es dunkel ist. Die Bäuerin wollen es wohl mal richtig, ja. Das ist halt das Ding. So würde ich Herr Gera gerne spielen. Dass er sich halt wirklich dann halt, nach... Einem Blinden würde eure Schönheit verzaubern. Schönes Kompliment. Ich bin verheiratet. Und ihr seid geistreich, ohne Gleichen. Die Antwort ist nein. Hinfort. Was für eine scharfe Zunge. Hau ab, Blum. So. Extraordinär. Entführung? Ein Ammärchen. Der Geistliche hat es selbst gesagt. Ich würde meine 7 Kinder hergeben, wenn der Preis stimmt. Ja. Der Geistliche meinte, dass wir zu wenig beten. Das Böse hat sich eingeschlichen. Wir müssen dem ewigen Feuer mehr Kapellen errichten. Ihre Flammen vertreiben die Dämonen. Blödsinn. Ausgemachter Blödsinn ist das. Um Gottes Willen. Ist das Feuer an? Ja, ich hätte gerne, erstmal wüsste ich gerne, wie mein Inventar aussieht. Haben wir ertrunkenen Gehirn? Nein, die haben wir natürlich nicht eingesammelt. Und vor dem Dorf müssen wir noch diese weiße Myrte sammeln. Ich glaube, das können wir auch nachts machen. Medaillon einstimmen. Suchen. Genau. Ja, so glaube ich, haben wir jetzt gar nichts mehr, ne? Dann können wir Folgendes machen. Dann. Meine Nase juckt. Ja, meine auch. Stell's dir vor. Meine auch. Was soll ich jetzt machen?
Fällen jetzt schon wieder. Ach so. Moment, ach ja. Drei brauche ich ja für den Geistlichen, ne? Da hinten. Ich guck mal, ob wir das noch hinkriegen. Ich guck grad, wie viel Aufnahmezeit wir schon haben. Ah, wir sind schon gleich bei 2,5 Stunden. Ich jetzt hier aufgenommen habe. Das sollte eigentlich jetzt reichen für eine Aufnahmesession. Mensch, haben wir noch einiges geschafft. Und wenn wir mal bedenken, wie arm wir hier angefangen haben als arme Schlucker. Na, dann kommt. Vielleicht hätten wir das mal wegstecken sollen. Wenn das klappt, ich habe nämlich im Internet gelesen, dass das nicht funktioniert, dann ist es natürlich blöd.
Okay, dann machen wir wieder, würde ich sagen, dass es halt... Miko lässt Mönche und Leute mit Pässen rein. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Es wurde eine Quarantäne verhängt. Ich dachte gerade, weil die da so rumliefen, deswegen dachte ich, ich guck mal, ne? Aber okay. Okay, Das sollten wir eben kriegen. So, Boah, ich kaufe die einfach gleich von dem Kräuterkundler, wenn das funktioniert. Wenn wir da noch echt Kohle kriegen. Aber erstmal... Lasst euch nicht töten! Nein, das tue ich auch nicht. Warum sie mich nur so behandeln? Sprecht, schnell! Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich habe die Köpfe von Ertrunkenen. Wo ist meine Belohnung? Hier. Möge das ewige Feuer euren Weg erleuchten. Wir haben einiges an Geld, würde ich sagen. Es tut weh. Ja, mir tut's nicht weh. Dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir jetzt nochmal eben, genau, beim königlichen Jagdmann können wir nochmal hin. Dort können wir... Köstlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Man merkt, das Spiel ist noch von 2007. Manchmal sind die Leute echt falsch synchronisiert oder vertont. Oh. Was sollte ich tun? Nachher, Gera hat sich alles nur eingebildet und wir haben mit einer alten Oma gepennt. Ja, der ist auch noch da. Glauben. Seid gegrüßt. Ich habe den Kopf des Ungeheuers vom Seeufer. Wirklich beeindruckend für einen Ertrunkenen. Sieht sogar aus wie... Heilige Melitele, ein ertrunkener Toter. Der bringt euch 200 Orens. Macht's gut. Genau. Das gefällt mir. Ums Geld mache ich mir echt mittlerweile keine Sorgen mehr. 5 und 8 flieh in der Nacht. Das spiele ich nicht. Wenn wir nach Wüsima kommen, dann haben wir unsere 2000 Orens. Das ist langweilig. Mehr oder weniger. Ich muss mal eben kurz gucken, was die Blumen von der, die Kräuter, ne? Das ist Schildkraut.
Ach, das Süße. Ha, weiße Myrte. Ach, so sieht der geiler Scheiß. So sieht das aus. Ja gut. Sammeln wir das mal am Tag. Brauchen wir gar nicht mal Geld auszugeben. Nice. So. Suchen wir mal ein paar von ab. Bis wir die Quest erfüllt haben. Dann sollten wir das jetzt mal tun. Guys, als ich aufgenommen habe, ich nehme jetzt hier ohne Facecam aus, deswegen spielt es jetzt keine Rolle, dass ich jetzt eigentlich kein Licht habe. Als ich aufgenommen habe. Man merkt einfach so, wie schnell 2,5 Stunden rum sind. Ey, als ich angefangen habe aufzunehmen, war es draußen noch hin und jetzt ist es dunkel. Alles klar. Jetzt müssen wir mal eben kurz, ne? Ey, Abigail! Was wollt ihr? Ja. Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Oh. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links, spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Ihr seid wirklich tapfer. Danke, Alvin. Danke. Danke. Ja, Mensch, dann machen wir das doch. Aber ich würde sagen, das machen wir tatsächlich in der nächsten Aufnahmesession. Weil ich denke, wir haben jetzt genug geschafft in dieser Aufnahmesession. Wir haben so vieles. Kann ich geflogen werden, okay. Wir haben so vieles, was wir mehr oder weniger jetzt geschafft haben. Und ich denke, ich kann nochmal gucken, was wir die 4 Minuten nochmal machen können. Ich denke, dass wir den Geheimnis der Bestie, geschweige denn, dass wir den Geheimnis der Bestie und ob da wirklich jetzt Abigail dahinter steckt, dass wir das in der nächsten Aufnahmesession dann erklären. Ich guck mal, gibt es hier, ach ja, warte mal, hier gibt es bestimmt noch was für Kalkstein, ne? Gab es hier was für Kalkstein noch? Kalkstein? Ich konnte doch gerade was aufmachen. Achso, das war das hier. Ich hab Durst. Anschlagtafel gab es nicht. So. Kalkstein. Ich sehe nicht, was du da aufgehangen hast. Hätte ich das vielleicht erst dann danach machen sollen? Ich werf. Sicher? Ich bin pleite. Was führt euch hierher? Prima Gelegenheit, eure Verluste zurückzugewinnen. Hab ich versucht. Darum bin ich ja pleite. Lebt wohl. Seid gegrüßt, Fremder. Merkwürdig. Ihr erinnert mich an jemanden. Wer sollte das sein? Der berühmte Hexer Geralt. Der weiße Wolf. Wirklich? Das ist echt unheimlich. Weißes Haar, Schwert auf dem Rücken, wie aus den Balladen. Was für ein Zufall. Viele müssen euch für Geralt halten. Ja, so manch einer. Diese Lieder müssen populär sein. Meister Rittersporn, der größte aller Barden, singt diese Balladen seit Jahren. Was habt ihr im Repertoire? Soll ich für euch singen, Herr? Na, nein, das gebe ich mir jetzt nicht. Auf Wiedersehen. Dafür möchte ich leben. Abigail verkauft eine Salbe für Pustel. Was wollt ihr?
Heißt ihr Fremde stets so herzlich willkommen? Ist alles eins, bis wir holen uns alle. Danke für das Gespräch. Feiern wir? Wir werden wütend. Langweilig. Okay, gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, das ist mir jedoch ein bisschen zu laut gerade, dass wir dann halt in der nächsten Aufnahmesession wirklich gucken, wie das jetzt mit der Bestie und der Hexe Abigail aussieht und was auch mit Albin halt alles auf sich hat und ob wir halt nach Vysimak kommen, wie es mit den Salamandern halt oder mit den Salamandern halt aussieht. Das erfahren wir alles in der, oder werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen, beziehungsweise wird sich dann der Zukunftsarchiv drum kümmern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis deine Antenne und ciao mit auch.